Dieses Taxi wartet auf Sandra Maischberger. Drin sitzt Klaus. Typisch Berliner Taxifahrer, wa? Der soll sie zum Interview mit mir bringen. Wollen Sie mich abholen? Mhm. Hi. Guten Tag. Ich bin nicht... Okay. Gut, na dann. Darf ich das Fenster ein bisschen aufmachen, weil das ein bisschen streng riecht, ein bisschen? Wir haben die Karre schön durchparfümiert. Ja, es tut mir leid. Das riecht doch nicht etwas streng, oder? Bisschen, doch. So ein bisschen so ungewaschene Jacke. So danach riecht es. Aber ich bin aber auch empfindlich, muss ich sagen. Aber sagen Sie mal... Kennen Sie doch. Ja. Wollen wir trotzdem fahren? Fahren wir los. Ich genau. Gleich raus. Ja. Ja, nee, ich heiße Maischberger und mache Fernsehen. Deswegen kennen Sie mich vielleicht aus dem Fernsehen. Ja. Aber sonst eben. Sie haben ja völlig recht. Sie sind ja die Frau Maischberger. Ja. Wo müssen wir denn hin? Zu dem Hotel Distrikt. Wo ist denn das? Das ist in Charlottenburg, ne? Ah, okay. Klaus wendet direkt. Aber Sandra Maischberger kennt sich aus und eins kann sie nicht leiden. Taxifahrer, die Umwege fahren. Und Sie können da unten auch gerade rausfahren. Nee, lassen Sie mal. Sie links in die Torstraße. Ich mach das. Ja. Okay. Fahr mal, komm. Okay, gut. Weil wir fahren entweder die Invaliden runter, dann hätte man da unten lang können. Frau Maischberger? Ja. Ich kenne den Weg. Gut. Der Kutscher kennt den Weg. Gut, und dann halt entspannen ich die Klappe. Sich. Ich lese und Sie fahren und ich genau. Halte meine Klappe. Das ist okay. Zum Lesen wird sie aber kaum kommen. Ja, ich bin Profi auf meinem Gebiet und Sie sind okay, Profi auf Ihr Gebiet, richtig? Ja, absolut. Den Sie verstehen wir uns ja nicht. Wir verstehen uns total. Ja. Sie sind so hübsch geschminkt. Haben Sie heute noch was vor? Ja, ich bin auf dem Weg zur Arbeit quasi. Ich weiß aber nicht ganz genau, was mich erwartet, weil das irgendetwas ist, was... Ja. Keine Ahnung. So, jetzt klinke ich mich ein bisschen aus, wenn Sie mir nicht böse sind, weil ich einfach jetzt wirklich lesen möchte. Ich habe so wenig Zeit gehabt diese Woche zum Lesen, weil ich so... Jetzt ruft seine Frau an. Ja? Glauben Sie, mein Schatz, ich bin's. Hallo. Hallo. Na? Ey, weißt du, wen... Mir ist das gut, aber weißt du, wen ich hier im Auto habe? Oh, Entschuldigung. Du hörst jemand im Auto, sorry. Guten Tag. Guten Tag. Da kommst du nie drauf. Die ist vom Fernsehen. Sonja Titu. Nee. Die ist älter. Viel älter. Viel älter. Ganz viel alt. Älter. Ja. Ihres Sterben. Nicht ganz so alt. Frau Maischberger. Guten Tag. Hallo. Ach, das ist wow. Schatzi, wo bist du gerade? Oh, ich bin ja gerade so in Mitte. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bringst du mir ein paar Schnäckchen mit? Muss ich erst mal fragen. Können wir mal kurz, dann halten wir die Dietjen schnell. Ja, machen wir aber nachher dann, wenn wir angekommen sind, oder? Das wäre super. Erstmal ankommen und dann machen wir alles. Das liegt da alles auf dem Weg, Frau Maischberger. Klaus lässt nicht locker. Das ist hier kurz. Schauen Sie mal, Frau Maischberger. Nein, pass. Nein, tut mir wirklich 30 leid. Sekunden. Nein, tut mir echt leid. Seien Sie mir bitte nicht böse. Und fahren Sie mich bitte dahin, wo ich hin muss. Das können wir leider nicht machen. Ich bringe eine Schnecke mit. Ich bin jetzt echt ein Arschloch hier, aber ich kann das leider nicht machen. Der Kunde ist König. Der Kunde ist König. Alles gut. Dankeschön. Sie darf 3 Zeilen lesen. Und dann? Ich hätte mal eine Frage. Hm? Wie sind denn Ihre Quoten für Ihre Sendung? Sind die gut oder? Jo. Ja. Ich habe jetzt auch mal eine Frage. Wo fahren wir hin? Zum Flughafen? Haben Sie nicht gesagt Charlottenburg? Na, jetzt sind wir schon fast. Ah, okay, gut. Na, dann ist er toll. Wie gesagt, der Kutscher kennt den Weg, ich kenne alle. Ah, ja, cool, weil Charlottenburg bin ich hier noch nie gefahren. Und nochmal 3 Zeilen. Oh, mehr schwer. Ich sage, dann müssen ja Ihre Quoten Sie richtig gut stehen, sag mal. Total. Ich bin wirklich. Ich habe selten erlebt, dass ich jemanden so höflich, wie ich nur kann, sage, dass ich gerne etwas zu Ende lesen möchte. Und es tut mir wirklich leid, dass das bei Ihnen auf taube Ohren stößt. Aber ich werde jetzt einfach weiterlesen. Jetzt ist er großzügig. Es gibt 4 Zeilen. Frau Maischberger, sind Sie nervös nicht? Nee, die Kollegen warten und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, der Kutscher weiß da, wo der Weg ist, aber wenn wir hier hin müssen, sind Sie jetzt den größten Umweg gefahren, den ich jemals in einem Taxi gefahren bin. Das muss ich Ihnen einfach jetzt mal so sagen, wie es ist. Ach, Quatsch. Ernsthaft. Sie so, mal. Ich steige jetzt aus. Ich fahre rum und mach auch hier ist das Hoteldistrikt. Das ist toll. Soll ich was unterschreiben oder wie? Ja, Sie müssen bezahlen, ja. Ich bezahle das? Ja. Nicht die Produktion? Okay. Also 34,90 Euro.
Ja. Das ist auch vom Preis her wirklich spektakulär. Der ist gut. Können Sie mir bitte auch 35 rausgeben? Das wäre nett. Mach ich. Frau Maischberger ist geladen, aber sie bleibt freundlich. Gut, viel Spaß da drin. So, tut mir sehr leid, auf Wiedersehen. Im Rahmen der Möglichkeiten. So, wollen Sie schon Wasser haben? Ja, ein Schnaps wäre jetzt besser. Schnaps? Nee, es war ein Scherz. Nein, es war ein Scherz. Es war echt ein Scherz. Es war wirklich unglaublich. Ah, schon da. Hi. Hallo, Frau Maischberger. Hi, freut mich. Schön, dass Sie da sind. Ja, schon ist gut, ne? Ja. Ein kurzes Vorgespräch. Ich kenne ja Ihre Sendung kaum. Aber ich soll ganz, ganz liebe Grüße von meinem Vater sagen, der guckt wirklich. Ja, schöne Grüße zurück an Ihren Vater. Mach ich. Ich bin schon froh, dass Sie nicht sagen, es ist mein Großvater. Oh, gut. Wie war Ihr Name nochmal? John. John? Ja. Okay. Und dann mache ich meinen Job. Interview für eine musikalische Überraschungsshow. Was ist Ihre Lieblingsmusik? Was ist meine Lieblingsmusik? Ja. Ich höre eigentlich alles, außer Schlager. Alles außer Schlager? Alles außer Schlager. Aber zuletzt habe ich Roland Kaisers Konzert besucht und fand es auch ziemlich cool. Okay, cool. Und was war so die bisher größte Überraschung in Ihrem Leben? Die größte Überraschung in meinem Leben? Der Schwangerschaftstest. Okay. Jetzt habe ich noch eine kleine Aufgabe für Sie. Zeigen Sie mir jetzt das Gesicht, wie Sie sehr überrascht wären, wenn es plötzlich eine Überraschung käme. Keine Ahnung. Und dann Überraschung. Ja, gut. Meine Fragen sind durch. Wir hatten ein bisschen Angst, Sie ahnt langsam was. Also ihr seid durch? Wir sind durch. Wir müssen auch jetzt tatsächlich... In der 5 Stunden ist er nicht so dann da. Genau. Dann gut. Tut mir leid. Frau Maischberger, es war mir eine Ehre. Sehen wir uns heute Abend? Ich glaube nicht. Nee. Also ich bin nur jetzt eigentlich eingeplant. Sie braucht wieder ein Taxi. Hier kommt, logisch, wieder Klaus. Wollen Sie nun mit? Kommen Sie mit. Ich wünsche Ihnen was. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.